Horrorclowns. Wer andere Leute als Clown erschreckt, der kann ins Gefängnis kommen. Mögliche Trittbrettfahrer der Horrorclown-Idee seien dringend vor einer Nachahmung gewarnt. Das sogenannte Clownsichting ist ganz und gar keine Spaß für beide Seiten. Dieser Spaß ist für Passanten und Autofahrer keineswegs witzig und kann mitunter zu sehr bedrohlichen Situationen führen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, erklärt der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke von der Kölner Kanzlei Wildebeuger Solmecke. Das Erschrecken von Passanten selbst ist in Deutschland grundsätzlich nicht strafbar, erklärt Solmecke. Allerdings muss sich der Horrorclown möglicherweise wegen fahrlässiger Körperverletzung oder gar Tötung verantworten, wenn der Passant beispielsweise durch den Schreck einen Herzinfarkt erleidet. Diese Gefahr bestehe besonders bei älteren Menschen, aber nicht nur. Freiheitsstrafe für Clowns. Wenn der Clown die Passanten zusätzlich mit einem Messer oder einer anderen Waffe bedrohe, komme gar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr in Betracht. An dieser Stelle hört der Spaß definitiv auf. Das Gleiche gilt, wenn der Clown andere Verkehrsteilnehmer gefährde. Springe ein Horrorclown unvermittelt auf die Straße, um Autofahrer zu erschrecken, könne schnell ein Unfall entstehen. Dieser gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr sei strafbar und könne mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Passanten, die von einem Horrorclown bedroht werden, dürfen sich wehren, sagt Solmecke. Das deutsche Recht sieht ein Recht auf Notwehr vor. Dabei darf sich das Opfer nach einem Angriff grundsätzlich mit allen Mitteln wehren. Allerdings muss zu dem Mittel gegriffen werden, das den Angreifer am wenigsten schädigt.